aus werden wir den Weg schon finden. Viel Glück! Warhammer Ende! So, Überraschung! Ich fliege da mal wieder weg, ne? Wie immer. Ja, ist klar. Ne, ich geh raus. Diesmal wieder. Oh! Hat ordentlich Leben gekostet, ja, Leute. Hier gibt's so einen netten Bug, dass man hier wieder einsteigen kann. Und dann fliegt man damit runter, aber da passiert nichts Spektakuläres. Man kackt eigentlich einfach nur ab irgendwann. Jetzt habe ich nur noch einen Lebenspunkt. Da, ich höre mein Herz schlag, ey, voll krass. Wenn man so wenig Leben hat. Ein auf Super Mario. Fuck. So aus dem Nichts. Lied auf mal los. Ich muss aufs Klo. Boing. Nicht da runterboxen. Oh, schade. Mich doch nicht. Ich glaube, es ist eins der längsten Level, wie gesagt. Vor allem der Kontrollraum sieht bestimmt richtig geil aus in der neuen Version hier. Aber das hier auch. Ja, jetzt geht das Level. Dann ist ja so, später, aber. Ist das voll ätzend. Das ist immer so das Level, an das ich als erstes denke, wenn ich an Halo 1 denke, irgendwie. Keine Ahnung warum. Die Gänge hier, die bleiben irgendwie hängen im Kopf. Interessant. Also die Witterung sieht natürlich aus, nicht künstlich. Das Umweltsystem des Rings nicht richtig funktioniert? Oder ob die Konstrukteure das miserable Wetter beabsichtigt haben? Hier ist Feuerteam Zulu. Wir brauchen dringend Unterstützung, egal woher. Hört mich jemand? Ende! Dass in diesem Teil des Rings noch menschliche Streitkräfte sind? Cortana, Feuerteam Zulu, ich höre Sie. Oh, schon wieder so. Feuerteam Zulu, hier Cortana. Position halten, wir sind auf dem Weg. Cortana! Beeilen Sie sich! Da steht eben am Präsentierteller, boy. Oh, hier gab's auch damals einen Trick. Dann konntest du, wenn du schnell genug warst und Glück hattest, bist du auf den Pelikan gesprungen, dann hat er dich mit nach unten genommen. LOL! In der neuen Version bleiben die Scherben sogar liegen. Mal ein bisschen alte Version hier. Sieht ganz schön verkommen aus in der alten Version. Ja, ne? Ich finde den Boden von der alten Version ein bisschen schicker irgendwie. Diese ganzen Muster. Naja. Ach du Scheiße, der hat schwer, ne? Ich werde wohl erst ein Medipack kriegen, wenn ich da unten bin. Seh dich! Hast du gesehen, wie die da angeschächtet kam, ey? Flachkörper. Hallo? Oh, ja. Na, erstmal Leben voll gemacht. Oh, schön, mein Magazin ist voll leer. Ich dachte, das erste Mal, dass ich hier damals gespielt habe, bin ich immer wieder in die falsche Richtung gerannt.
Weil ich nicht gecheckt habe, dass das hier Pfeile sein soll. Ey. Vor allem das Level hier gibt's nochmal im Arschloch-Modus. Mit Haustieren. Ja, vorne. Boah, voll den Beat, ey. Gib mir den Beat. Hey! Ja, die Vorväter waren Musikanten. Oh, ich bin schon wieder. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich bin schon wieder in die Büsche gerutscht, ey. Ich hab das irgendwie mit den Affen. Boah, ich schon wieder so ein basslastiges Lied, ey. Naja, aber in der Aufnahme hört sich das gut an. Das ist mein Headset, was hier so viel. Ja, die pennen hier, glaube ich, wieder alle, glaube ich. Meine ich. Ja, sehr, hier in der Ecke. Schade, ich dachte, da kann man jetzt endlich mal durch. Durch! Scheißwaffe. Zum Kotzen. Das ist einfach, das übersteuert so heftig auf meinem Headset hier das Lied, ne? Naja. Jetzt gleich ab nach draußen. So, jetzt müssen wir das erstmal angucken. Okay. Ich weiß nicht, das geht. Von der Schneelandschaft geht das aber am Unterschied. Ja, aber die Eiszapfen sind neu. So. Ach du Scheiße. Der Rave da hinten gönnt sich direkt die Tanne, ey. Der bringt die alle um. Schön, dass Sie noch kommen konnten, Sir. Ja, genau, der Grunt lacht auch noch so richtig dreckig danach, Alter. Ich wurde einfach überfahren, ey. Hast du jetzt dein Medipack gekriegt hier? Ich bin tot. Ja, Ghost hat mich überfahren. Ja, ich werde nirgendwo beenden. Was Scheiß. Warte, ich geh mal wieder da hinten hin. Da. Die Marines sind jetzt wahrscheinlich alle tot. So wie das alte Blutflecken hier aussieht. Der hat meine Leiche hier durch die Gegend geschwenkt, der Penner. Du bist jetzt wieder da, ja, ne? Ja. Alle nee, tot, noch einer rum. Nee, einer ist noch da. Zwei, drei, wo kommen die jetzt alle her? So ein Haufen fahren da.
holen. Ich hol sie mir. Was hier drüben? Steht da drauf denn? Ich glaube, im ersten Teil konnte man die Dinger, also obwohl, weiß ich nicht, konnte man die ja schon fahren. Ne, ich glaube nicht. Mist. Ein Monster wenig. Mal ausprobieren. Mann, ich bin echt klasse. Ghost konnte man fahren. Deswegen wundert mich das, ja, nicht. Ja, kann man doch auch da, oder nicht? Benji so. Oh ja! Ja. Oh, oh. Ach, das ist einer von uns. So hab ich mir das vorgestellt. Bam. Sie haben ihr Bestes gegeben, aber nicht damit gerechnet, auf den härtesten Club Marines im ganzen Korps zu stoßen. Korps. Oh, guck mal, ein Spielzeug. Noch mehr, hier drüben. Guck mal, weg da, bis auf zu der Fertigung in den Panzer. Ich hier. Mein Lieblingsfahrzeug hier. Onkel und Panzer, die gehört zusammen. Ab geht's. Ey, der hat aber ein Glück heute. Jetzt wollte ich ihn schon wieder abschießen. Los, los, los. Der ist behindert. Was gesehen? Erst crasht er sich da mit dem Ding, dann macht er eine Fassrolle und haut wieder ab. Warte mal, ihr habt so eine Idee. Man kann die doch dazu bringen, den Warthog zu fahren. Oh, guck mal, was hier schön ist. Ist eine Bazooka. Die willst du da bestimmt haben. Ich habe eigentlich nur das Scharfschützengewehr hier. Aber eigentlich will ich, dass die den Warthog hier fahren. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel schon geht. Wir gehen jetzt mit Absicht da unten hin. Was ist das denn? Flaufen Blut wieder hier. Ich weiß nicht, Bazooka oder Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr kann man die meisten nicht behalten, wie das Scharfschützengewehr. Kann ich die Jäger auch mit wegschießen. So, ihr ja. Kackstelzen, nehmt doch mal den Warthog hier. Oder war das erst ein Halo 2, 3? Ja, fahr du doch den Panzer, ich nehme den Warthog. Showtime! Hoffentlich kann ich damit noch fahren. Oh, Entschuldigung, jetzt hab ich dich umgebracht. Mann. Das war doch nur ganz leicht. Ja, ist mir auch vorhin passiert. Also, nur der Fisch hat das Ding, der hat nur angeguckt und ist gestorben. Wenigstens die Granaten mit. Und los, Mann! Raus! Der Tod muss sich ja lohnen hier. Rock'n'Roll! Munitionsspende. Geht doch mal weg hier. So, und jetzt drauf da, sonst fahr ich euch auch irgendwann auf. So, alle drauf. Nee. Tötet die da erstmal hier. Rad böse, tot. Links, rechts, geradeaus. Wie war denn hier nochmal bremsen? Den LT, aber so richtig bremsen. Einfach zurückdrücken. Wow. Fuck, die Explosion, ey! Die Steuerung ist aber ganz anders wie in Halo 2 schon und so. Oh. Boing, X sind geschützt. Feindliche Mörserpanzer bei meiner Position gesichtet. Sieht nach einem langen Tag aus. Am Tunnelangang stehen Panzer der Allianz zu verteidigen. Boah, One gesch. Sieht
aus, als wäre deren Panzerung doch nicht unzerstörbar und jetzt wischen wir den Rest auf. In Halo 2 kann man richtig geile Schädel aktivieren, da macht das Spiel so einen Bock, ne? Wahnsinn, ich hab den Weg gefunden. Grafik. Hier ist richtig sonnig auf der anderen. Ich schieß sie noch tot da. Ist er da oben dein Geschütz oder was? Ach, der Pisser wieder, mit dem habe ich mich damals immer geprügelt. Bis ich den irgendwann mal getroffen habe. Hä? Verpiss dich. Ich glaube, den trifft man dahinter nicht. Sind die Panzer da schon rausgekommen? Der eine ist da oben drauf. Ah, der Jäger sind da. Der rennt mir in die... Hallo, wo ist unser Panzer? Hab ich dich erwischt, du Piss! Wo ist der denn? Ich kann jetzt hier nicht einfach runterfahren. Immer näher. Sind die wieder tot? Du lässt dich doch nicht treffen von dir. Hier drüben! Hey, jetzt komm, steig hier ein, du! Oh, du willst laufen? Hier hin! Kommst du jetzt her? Ein besoffener Konstrukteur gewesen hier, ey. Ah ja, ich hab hier immer gewartet, bis die in der Mitte waren, die beiden. Und dann tjung. Ich krieg auch gar nichts mit, ne? Panzer? Quatsch, lautlos. Was ist das? Ein Rieseneidechse. Oh, die schießen mir da die Leute kaputt. Doch nix hier, ey. Kann auch nix. Gute Arbeit. Der schießt überhaupt nicht hier, der Penner. Ach, er hat den Blick. Jäger schon wieder? Boah. Den steigt doch da drauf. Der lebt ja immer noch. Wahnsinnig. Meine Passagiere. Einer ist fast kaputt. Voll vergessen hat, die Jäger sind auf der Seite. Wahrscheinlich hier vergessen, wie man schießt. Der traut sich echt hier hinzulegen. Das ist doch mal ein Grunt, der in den Panzer hinterher rennt. Der war bestimmt blind und gehörlos. Was war das denn jetzt hier? Rollender Donner. Nein, nicht aussteigen, ihr Penner. Lol. Oha. Siehst du das, was die hier treiben? Hä? Hinter meinem Warthog hier? Was ist das denn? Der zappelt da nur so rum.
laufe jetzt bestimmt. Willst du mehr? Ja, ich hab noch was. Mein Gott. Guter Schuss. Hab's erwischt. Rock'n'Roll. Ja. Unglaublich. Mein Gott, ja, lauf noch davor, ey. Wo sind die anderen hingerannt? Ach, da ist einer. Die wissen selber nicht, wo sie hin sollen. Ey, steig doch da drauf. Ja, genau. Ey, der versucht die ganze Zeit hier Selbstmord. Happy Birthday. Er hat es geschafft. Dem tat nun der Arsch weh, der wollte kurz entspannen. Also. Gebt mir Feuerschutz. Voll die Explosion, Alter. LOL, wie dunkel ist das denn hier? Komm, eigentlich. Ja, ne? Das wird Ihnen eine Lehre sein. Oh ja! Mann, diese scheiß Knarre da immer. Oh, einer ist tot. Tja, so ist das Leben, ne? Hämorrhoid frei in den Tod. Aber die Mission dauert echt. Das ist, glaube ich, eine der längsten. Aber jetzt ist es ja noch angenehm. Komm, hier kann man doch, glaube ich, rein. Einfach nur noch rennen und abknallen. Ich wette hier. Die haben sich derb verschätzt. Geht das auf? Hier ist bestimmt ein Schädel drin. Das ging ja vorher auch immer auf da. Ja, aber. Obwohl, hier ist nur so ein Unsichtbarkeitsding. Was das bringen soll, weiß ich nicht. Das sieht heftig aus hier. Das sah vorher besser aus mit den ganzen Lichtern. Naja. Ja. Schade. Keine Ahnung. Diese Tanne, die fasziniert mich. Wieso? Vorher, nachher. Vorher, nachher. Sieht. Weiß ich nicht. Boah, der ist schon wieder Doofheit gefrühstückt, der Typ da. Und nimm den Ghost oder so, wenn du zu blöd bist. Ehrlich, ja. Wie ist der behindert? Mach es platt! Schütz! Was zum. Ich hab einen. Wie cooler Stunt, ey! Das war ja wohl genial! Oh, ach du Mega! Ich glaube, das war in Halo 3, wo ich den diese Benjis so geklaut habe. Ich meine, da rutscht die richtig über das Eis. Gute Arbeit.
Na, nicht runterfallen. Da sind noch mehr. Ich dachte, die Allianz hätte alle Marines in dieser Gegend eliminiert. Glückwunsch, ihr Deppen, habt ihr überlebt. So sieht man hier 10-mal besser. Das erste Mal, dass er richtig hell ist in der alten Version. Sind da noch welche? Nein. Wo wollt ihr denn hin? Station für die Fahrzeuge. Obwohl, so ein Warthog kriegt man da glaube ich durch, aber ich meine, da ist eine unsichtbare Mauer. Oder ist die so breit? Ach, rennt doch zu. Deswegen bin ich hier nie durchgekommen, weil die immer alle abgekackt sind bei dem Versuch. Und der steht da jetzt wieder so. Wenn dann hier an der Seite. Oh oh. Werden die wieder alle abgeschlachtet? Ja, er war wieder so unsichtbar. Ich glaube, hier ist. Oh, doch nicht. Ah, nee. Ich komme immer wieder, ey. Irgendwo tue ich hier. Lololololol. Ganzer Char Marines. Der Panzerküsser, warum es verrecken nicht da durch. So, will einer mitfahren? Ja. Als hätte sich die Allianz auf diesem Berg verschanzt. Wir sind komplett umringt. Attacke! Marines, Stellung halten. Ich fahre in das Geschütz rein. Boing. Wie die weggeschleudert werden. Verstanden, Position mit Gehalt. Vorsicht! Ich seh dich da hinten. Boing. Vielleicht ist ja hier unten so ein Schädel. Aber hier ist einfach gar nichts. Die Schneeflocken, die sehen schon interessant aus. Wieso? Ja, die sieht total komisch aus. Wie aus dem Bilderbuch. Wenn ich. Ist gar nichts, einfach mal. Boah, jetzt scharen die sich wieder wie so Bienen um meinen Warthog hier. Ich hoffe, der hat gespeichert. Ich probiere jetzt was aus. Halo 2 ist halt voll Eskalation immer. Und
Wachsam, es sind noch mehr da. Wo? Alles ruhig. Komisch, in der alten Version hat der Warthog Licht an, hier nicht. Jo, stimmt. Also, das Licht ist auch an, aber die Scheinwerfer leuchten. Oh, ja! Yeah. Oh, geht doch mal von meinem Warthog weg. Er ist übergeschnappt. Siehst, das ist schon wieder passiert. Einfach an meinem Rad, er hat das Rad angeguckt und ist gestorben, ey. Richtig behindert. Ich hab sie. War zu viel für den. Roger. Selbstmordzücker. Jeder Schuss zählt. Passe auf. Mach mal Tür auf hier. Was ist los? Geht gar nicht auf für den Warthog. Unglaublich. Die denken, oh, jetzt hat er die Allianz leistet, jetzt kaputt. Aber die Türen gehen nicht auf für den. Musst du da dran gehen. Ja, ja. Oh mein Gott, der scheiß Geschütz hier. Ist irgendwie vorbei. Ich glaube, die reagieren hier nicht, die Bots, der schießt nicht. Ist der blöd? Der geht aber auch nicht runter. Programmiert da hier zu sein, die Bots, ey. Und die stehen einfach nur, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Kopf ab. Lang hier. Oh! Boah, jetzt rastet es aber aus hier. Oh, ich glaube, hier ist Endstation. Ich glaube nicht, dass der hier durchpasst. Nee. So fett ist der Wagen, ey. Ghost würde ich hier reinkriegen. Hätte ich einen Ghost mitgenommen. Na egal, dann bleibt der jetzt hier. Vielleicht ist er in der einen Mission wieder da. Weil zur Musik. Ich werde mich jetzt nicht bewegen. Voller Rumspasten, ey. Hier oben ist noch Munition. Von diese Geräusche immer, wo man denkt, da atmet irgendwas, ey. Ja. Komm, ist einer von diesen Kernen. Diese
komischen Teleportationsscheißding, Alter. Hello. Da hinten ist noch so ein. Mein Gott, wie lange schreit der denn? Oh, schade. Oh, gute Nacht. Die schlafen. Der im Schlafen, aber. Ei, ei. Schläft nun. Der hat noch Wuhu gesagt. Geil. Und der drüben könnte ich wegsnipen. Aber irgendwas, was wir hier schon mal wegsnipen sollten. Hässlich. Geowned, Alter. Und jetzt hier, zack. Getroffen, ey. Ich geh kaputt. Eine Linie der Verwüstung. Eigentlich schade, das Scharfschützengewehr haben die da drüben. Das kann man auch so erwischen. Weil was die mal für Rückwärts halt zu machen, ey. Hey. Ach. Wieder so ein Unsichtbaren gewesen hier. Nein, nein. In der neuen Version sind das gar nicht mehr. Was? So, jo. Oh, die ganze Zeit im Hintergrund, ohne Witz. Hört sie los. So einer hinter dir steht und direkt am Ohr so. SpongeBob Spezialtop da. Dieser geile Sound ist so. Lau! Dreht sich um, bumm, in die Fresse. Du sahst so entspannt aus, tut mir echt leid. LOL! Boah, der Kampf ist richtig angesprungen hier. Grunts, ey. Nein! Boah. Oh. Boah, noch zwei Lebenspunkte, ey.
kein Medipack in Sicht. Ich glaube, jetzt kommen wieder die Experten, ey. Ja. Die werden mir wohl kaum den Rücken zudrehen diesmal. Oh. Boah, da ist null Schwachstelle, Alter. Da kannst du machen, was du willst. Der hat sich echt umgedreht, der Idiot. Aber der andere hier ist ein bisschen intelligenter, glaube ich. Boah, Junge. Die Musik vor allem wieder, weißt du? Auf dich lenken könnte, damit er sich zur Seite dreht. Der visiert die ganze Zeit mich. Der ist dazwischen. Der lacht sich kaputt. Ha, bitte! Oh, einen Millimeter habe ich da getroffen. Oh, oh, oh. Unsichtbar! Musik, hör auf, mein Headset explodiert sonst. Geht doch. Der bleibt einfach stehen. Boah, ich merke gerade, dass meine Munition immer weniger wird. Schon 40 Minuten die Mission hier. Ah, der Kontrollraum ist hier gleich mal. Oh, ich bin schon wieder runtergeflogen, ich Idiot. So bescheuert kann keiner sein. Ah, jetzt kommen wir nochmal nach draußen, da ist ja große Schlacht wieder. Oh, hi. Ja, ich habe direkt weniger Munition, das ist schon unfair. Boah, Glück da. Der hat mich fast erwischt. Ein Schlag, ich wäre jetzt kaputt gewesen. Ich gehe wieder verprügeln. Das ist Jäger, glaube ich, ne? Wenn ich die jetzt unsichtbar bin, dann kann ich die... Zeigt euch doch mal. Hör mal auf, dich zu bewegen, ey. Hab sie beide, ey. Aber warte mal, die Jäger waren hier, dann müsste hier irgendwo Menschen liegen. Ich meine, die haben die umgebracht. Obwohl, ach, ich habe schon wieder volles Leben. Wo kommt, woher? Bin ich wohl aus Versehen durchgerannt. Alter, der Kopf lässt nichts mehr über mich mit der Waffe. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums sein. Wenigstens konnte ich nochmal aufladen. Ah, nee, das war doch die Mission. Das muss der Kontrollraum sein. Jawohl, ey. Der Eingang befindet sich an der Spitze dieser Pyramide. Wenn Sie es darauf schaffen, dürfen Sie reinkommen. Ich kürze mal ein bisschen ab gleich hier.
den anderen auch noch erwischt. Boah! Der trifft mich, ey. So, wo müssen wir da hinten, ne? Dann sparen wir uns den Terrorgang hier oben. Aber in Halo 3 geht das auch voll Easter Egg-Modus irgendwie. Ich guck mal, ob ich hier schon rein kann. Das ist eh nur noch Boxerei da unten. Boah, yo! Yo! Boah, wer schießt dich hier ab, ey? Kann ich dich hier nicht hinspawnen? Voll Cheater-Modus hier, ey. Scanlon. Alle in der Nähe befindlichen Soldaten der Allianz wurden eliminiert. Weiter zum Kontrollzentrum. Halos Kontrollzentrum. Probieren Sie dieses Terminal. Alles okay? War nie besser. Diese Masse Informationen können Sie sich gar nicht vorstellen. So viel Wissen, so schnell. Fantastisch. Was für eine Waffe ist es denn? Wovon sprechen Sie? Konzentration. Halo. Wie setzen wir Halo gegen die Allianz ein? Dieser Ring ist kein Knüppel, Sie Barbar. Er ist was ganz anderes. Viel bedeutender. Die Allianz hatte recht. Dieser Ring, die Blutsväter, Datenzugriff. Ja, die Blutsväter haben diesen Ort gebaut, den sie Festungswelt nannten, um... Moment, das kann doch nicht sein. Oh, Narren, Sie müssen es gewusst haben. Sicher gab es Zeichen. Langsam. Ich komme nicht mit. Die Allianz hat etwas gefunden. In diesem Ring. Etwas Furchtbares. Und es macht ihnen Angst. In diesem Ring? Wo? Der Captain, wir müssen ihn aufhalten. Keys, was sollen wir? Das Waffenlager, das er sucht, ist nicht... Er darf auf keinen Fall da rein. Ich verstehe nicht. Keine Zeit. Los, finden Sie Keys, halten Sie ihn auf. Bevor es zu spät ist.